Läuft die Kiste? Jo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team. Diesmal mit unserem Herrentags-Special mit dem König und mir. Wir testen heute einen neuen Hukain-Tabak oder Hukain oder was auch immer. Und zwar den Bert Irre Birli and Virgin. Möge er bitte deutlich sprechen. Birli and Virgin. Ja. Es ist ein erst dreimal schnell hintereinander. Birli Virgin, Birli Virgin, Birli Virgin. Vielen Dank. Ja, König, während ich hier mal sage, dass der kostet 200 Gramm 17,90 Euro, wollt ihr nicht mal hineinschauen und den Schnitt beschreiben? Und ich gönne mir noch einen Zug. Das Aroma gefällt dem König. Das Schnitt ist verbesserungswürdig. Er ist sehr cool. Was hat er da falsch gemacht? Keine Ahnung. Die Herren von Huka mögen bitte ihren Tabak nicht zu feucht gestalten. Er heißt Hukain. Die Herren von Hukain möchten bitte ihren Tabak nicht zu feucht gestalten. Hat er den König gerade verbessert? Schon. Möge er sich selbst schlagen. Strafschluck. Möge er sich selbst schlagen. Ah, ein feiner Vasalle. Er darf fortfahren. Okay, also, Birli und Virgin sind, ich weiß nicht, wofür Birli steht, ist eine dunkle Tabakart. Und Virgin steht für Virginia Tabak. Es ist ein Mix aus zwei verschiedenen Tabaksorten. Ganz interessant, habe ich so noch nie gesehen. Ja, Bert Irre, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was es sein soll. Ein richtig schön fruchtiger Erdbeertabak. Und wenn ich da so dran schnubber, möge er das kaiserliche Hoftier auch mal schnuppern lassen. Oh, Ingo, gönn dir mal eine Nase. Okay. Du hast da was an. Es gefällt ihm. Okay, also Ingo gefällt's, mir auch. Ein richtig geiler, fruchtiger Erdbeertabak im Geruch. Überzeugt er mich komplett, König. Riecht halt wirklich sehr lecker, süß nach Erdbeere. Natürlich wieder die typische Shisha-Erdbeere, also hier nichts Natürliches. Boah. Erinnert wieder mal an diese Haribo-Schlangen, Hitschler-Schlangen, weiß ich nicht was. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir gönnen uns jetzt mal einen Zug und beschreiben mal den Geschmack. Das kaiserliche Hoftier möchte nichts hier. Okay, Ingo ist heute ein bisschen verhalten, der fürchtet sich noch vor der Kamera. Aber ihr seht es erstmal, raucht er echt gut. Der ist auch mega feucht. Also wir haben es ja gesagt, der Schnitt ist ja, kanalwürdig. Komplett übersifft. Aber deswegen raucht er halt auch mega gut. Ihr könnt ihm ordentlich Hitze geben. Und im Geschmack. Was habt ihr denn, König? Mundet er? Lass ihn noch mal kurz probieren. Blicket auf! Der König ist im Jus. Okay. Blicket ihn ab. Blicket in die Kamera. Blicket zu den Abonnenten. Hi. Ja, also, auch im Geschmack überzeugt das Ding komplett. Er schmeckt wirklich verdammt ähnlich wie er riecht, das hat man selten. Aber einfach ein gelungener, geiler Erdbeertabak, schön
fruchtig, süß, wie ich es im Geruch beschrieben habe. Und wieder mal ein perfektes Ding, um da einfach Sweet Breeze reinzumischen. Oder jeden anderen Minztabak, den ihr so feiert. Weil der ist so süß, aber... Der König muss unterbrechen. Ich wollte nur mal schauen, ob es funktioniert. Hat funktioniert, er darf weitermachen. Ja, der drückt so ein bisschen, dadurch, dass er so süß ist. Und ich glaube, mit einer frischen Minznote könnt ihr den nochmal ins nächste Level heben. Und ja, das war auch gleichzeitig das Fazit. Prost! König! Der König wünscht einen schönen Herrentag. Der König wünscht viel Sonnenschein. Der König wünscht allen Vasallen einen guten Schluck. Und... Prost, ihr Säcke! Prost! Jetzt dürfen alle mitmachen! Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Ja, der König ist erfreut! Sehr schön! Also, König, würdet ihr den Tabak kaufen? So, wie er da steht? Nein, würde er nicht tun! Warum denn das nicht? Er würde ihn kaufen lassen! Er würde ihn kaufen lassen! Im Leier-Shisha-Shop in der Altstadt Spandau! Wenn das königliche Tabakzentrum in Berlin, Spandau. Spandau! So, damit sind wir raus. Ihr merkt, wir haben schon einen Tee. Also gönnt euch auch ein paar Bier. Vielleicht ein, zwei, drei, mehr als ihr wollt. Und wir sehen uns nüchtern im nächsten Video. Macht's gut! Liked, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt uns doch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr kein Video von uns verpassen wollt. Und damit sind wir raus. König, komm auf ein Bier. Der König ist sehr erfreut über diesen Vorschlag. Haut rein. Tschüss.